begleitet mich heute auf die Seminar Islands. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Thailand. Und ja, ich habe bereits mein Hotel verlassen oder unser Hotel. Ich bin heute nämlich auf einem Ausflug auf die Seminar Islands, so wird es glaube ich ausgesprochen. Und ja, den Ausflug habe ich im Hotel gebucht, direkt über TUI, habe 3.900 Baht bezahlt, das sind 120 Euro. Geht den ganzen Tag, ich wurde um 6 Uhr morgens abgeholt, wurden jetzt hier hingebracht und ja, wurden sehr nett begrüßt. Die Fahrt hat knapp eine Stunde gedauert. Wir hatten noch zwei andere Mädels in Khao Lak abgeholt. Und ja, die Taxifahrer sind ja alle. Also ich habe hier gar keine Angst, irgendwas alleine zu machen oder irgendwo alleine. Ich war auch knapp eine halbe Stunde wahrscheinlich alleine im Auto mit dem Fahrer. Also ich muss mich hier gar nicht irgendwie unsicher fühlen, auch wenn ich alleine als Frau unterwegs bin. Ja, wir wurden jetzt wirklich sehr nett begrüßt, haben die Insurance unterschrieben. Es gibt eine Versicherung auf, also wenn man sich verletzt als Person, aber natürlich nicht auf die Sachen, wenn man zum Beispiel die Kamera verliert oder das Handy. Es gibt ja auch ein kleines Frühstück. Ich habe jetzt Kaffee und O-Saft geholt. Es gibt hier auch Obst, Bananen, aber ich habe auch ein Frühstück vom Hotel. Ich habe mir so eine Lunchbox packen lassen. Das kann man eigentlich in jedem Hotel machen lassen. Man sagt einen Tag vorher Bescheid, dass man wegfährt und nicht zum Frühstück gehen kann, ob man eine Lunchbox bekommen kann. Ja, ist auch Mittagessen inkludiert und ich bin sehr gespannt. Geht bis heute Abend um 18 Uhr circa, bin ich dann wieder zurück. Und ich nehme euch natürlich heute mit. Es geht schnorcheln und habe auch die GoPro dabei und ich freue mich sehr. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Auch noch vielleicht Interessantes zu erwähnen, die geben hier Motion Sickness Tabletten aus, also wenn einem schlecht wird auf Booten, sollte man die vorher auf jeden Fall nehmen. Mir wird jetzt nicht so unbedingt schlecht, aber finde ich auf jeden Fall gut, dass sie sowas hier sogar ausliegen haben. Ja, wir sind jetzt in unserem ersten Stop angekommen, am Nummer 8 und es regnet leider. Also das Wetter ist heute nicht auf unserer Seite, es war leider auch vorhergesagt. Also es regnet und es ist relativ kalt. Hier gibt es auch einen Viewpoint, aber der ist tatsächlich auch gesperrt, weil es heute Nacht die ganze Zeit geregnet hat und es sehr schlammig ist. Deswegen ja, für uns auch kein Viewpoint. Wir hoffen, dass es aufhört. Der Tourguide meinte, der Regen, also der Wind ist in die entgegengesetzte Richtung, wo wir dann weiterfahren. Also hoffentlich der letzte Stopp mit Regen. Das Meer ist sehr schön, aber also ich gehe hier nicht ins Wasser, ist schon ein bisschen kalt. Weil wenn ich dann noch nass auf dieses Boot, achso, das muss ich euch auch noch erzählen, diese Fahrt, heieieiei. Also da muss man hart gesonnen sein, mit dem Speedboat, 1,5 Stunden, erstmal die Geräuschkulisse, es ist sehr laut. Und auch sehr holprig. Also wer dann, wie sagt man, mit dem Magen zu kämpfen hat, sollte das vielleicht nicht machen. Also mir wurde jetzt nicht schlecht, aber es war schon unangenehm. Ja, da ist das Meer. Sieht so schön aus. Aber Krane hat nicht so das perfekte Wetter. Leider. Naja, nochmal ein Grund wiederzukommen.
Ja, für uns gab es jetzt Kaffee und Muffin. Also für die Versorgung ist hier auf jeden Fall gesorgt. Auf dem Boot gibt es auch Getränke, also man kann sich immer Getränke nehmen. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr euch darum keine Sorgen machen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was von der Insel, soweit es geht, während des Regens. Es ist so schade, es regnet hier echt in Strömen. Das Wasser ist auch tatsächlich wärmer als die Außentemperatur, also es fühlt sich an wie in einer Badewanne. Aber man muss ja auch wieder rauskommen und dann ist es kalt. Wir hoffen, dass es später besser wird. Im nächsten Stopp gehen wir eh schnorcheln, dann werde ich ins Wasser gehen. Ja, ist natürlich super schade. Es ist traumhaft schön. Ich glaube, es würde noch schöner aussehen, wenn die Sonne scheint. Aber ein Grund, wie gesagt, nochmal wiederzukommen. Ja, es regnet so krass, dass wir jetzt Regenjacken bekommen haben für die Fahrt. Auf jeden Fall haben sie für alles gesorgt. Sehr exciting hier. Wir sind jetzt hier beim Princess Beach angekommen und eigentlich wären wir beim Honeymoon Beach, aber es regnet weiterhin und deswegen sind wir hier gefahren, weil hier geschützt ist. Es gibt jetzt Mittagessen, gebratenen Reis, Hähnchen und ein Sandwich. Haben die Operator auch mitgebracht.
Wir sind durch den Dschungel gelaufen zu Honeymoon Beach, wo wir eigentlich hätten halten sollen zum Mittagessen. Hier waren die Plätze aber nicht überdacht und deswegen mussten wir zum Princess Beach fahren. Aber wir sind durch den Dschungel gelaufen, war sehr spektakulär, sehr abenteuerlich. Wir mussten schnell gehen, weil sonst würden wir von den Mücken zerfressen werden. Und jetzt sind wir hier. Richtig cool. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ich muss jetzt leider mit meinem halb abgeschminkten, vernässten Anblick müsst ihr jetzt ertragen. Ich bin jetzt bereits zurück im Hotel. Ich konnte nach Ankunft und zwischendurch nicht mehr quatschen. Es war leider sehr, 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 sehr verregnet. Daran kann man leider nicht ändern. Auch das mit dem Speedboat, das war, also auch die Rückfahrt wieder. Also ich bin 1,5 Stunden Achterbahn gefahren, gefühlt hoch, runter. Oh, es war sehr spektakulär auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, der Ausflug würde ich weiterempfehlen. Klar, das Wetter kann man nicht beeinflussen. Die Mitarbeiter sind super, alle lieb. Ich habe mich immer sicher gefühlt, auch wenn es stürmisch war. Also Mitarbeiter wirklich top. Verpflegung war auch gut. Wir hatten nie Durst, wir hatten nie Hunger. Es gab zwischendurch Snack, am Ende gab es noch mal Obst. Also da muss ich sagen, ist auch richtig gut. Und auch zweimal Schnorcheln, zweimal Strand an diesen verschiedenen Inseln. Auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Ja, ich bin auf jeden Fall durchnässt. Habe meine nassen Handtücher schon an der Rezeption gerade gelassen. Werde jetzt erstmal heiß duschen, obwohl es gerade von der Temperatur geht. Es ist nicht kalt, aber ich freue mich trotzdem auf eine Dusche. Und ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Wahrscheinlich dann im Sommer. Also im Sommer. Vor allem im Sommer hier. Wenn die zu einer anderen Jahreszeit, so, das wollte ich sagen, so Januar, Februar bis März. Also Januar bis März ist eigentlich so die ideale Reisezeit für Thailand. Wenn wir da nochmal kommen, würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Es gibt auch verschiedene andere Touren zu Phi Phi Islands und James Bond Inseln, wo James Bond gedreht wurde. Es gibt hier auf jeden Fall genug Ausflugsmöglichkeiten, wo ich gehört habe. Zwei andere waren auf den James Bond Inseln und da war es wohl sehr, sehr stressig. Also von Insel zu Insel, richtiger Marathon. Das war dann heute dagegen Urlaub, meinten sie.
Ja, genau. Das war mein Vlog zu diesem Ausflug. Ich hoffe, er hat euch gefallen, er war interessant. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Geht's unter die Dusche.